Heutzutage wird es immer schwieriger für uns, unsere Konzentration auf Sachen wie Lernen, Arbeiten oder einfach richtiges Nachdenken zu lenken. Dabei sind genau das die Dinge, die uns persönlich im Leben weiterbringen. Der erste eigentliche Grund ist, dass die ganzen Entwicklungen von heute zu einem ganz zentralen Verhalten bei uns allen geführt haben. Wir haben nämlich ein extrem zeitkritisches Denken entwickelt. Denn wir leben mittlerweile im Informationszeitalter. Heutzutage werden so viele Informationen generiert wie niemals zuvor. Beispielsweise werden in 48 Stunden so viele Informationen generiert, wie bis 2003 in der gesamten Menschheit je produziert wurde. Und weil wir so viele Informationen zur Verfügung haben, ist es nicht so, dass wir uns auf nichts konzentrieren können, sondern dass wir uns auf vieles nicht konzentrieren wollen. In einer Welt, in der wir ununterbrochen mit Informationen bombardiert werden, müssen wir einfach instinktiv aussortieren. Sonst werden wir verrückt. Was letztendlich unsere Zeit wert ist, entscheiden wir dann basierend darauf, ob es uns in irgendeiner Weise anspricht. Zum Beispiel durch spannende oder relevante Informationen, neue Ereignisse, teilweise auch Emotionen, die geweckt werden, all sowas. Und wie gesagt, müssen wir heutzutage sehr schnell entscheiden. Bei Kurzvideos beispielsweise entscheiden wir nicht in 8 Sekunden, sondern meistens eher so in 2 bis 3 Sekunden. Bei YouTube-Videos haben wir ein bisschen mehr Geduld. Da haben wir insgesamt bis zu 30 Sekunden, wo entschieden wird, ob wir uns ein Video anschauen. Kann man als Creator übrigens auch sehr gut in den Statistiken sehen. Und dann gibt es eben noch andere Formate, Podcasts, Filme und so weiter, wo wir nochmal ein bisschen mehr Geduld haben und schauen, ob das Ganze interessant ist oder nicht. Nehmen wir mal kurz dieses Video hier. Du hast bis zu dieser Stelle schon mehrfach bewusst oder unterbewusst überlegt, ob es deine Zeit wert ist. Das ist also der erste Grund, zeitkritisches Denken. Aber dann gibt es direkt den zweiten Grund, nämlich, dass es heutzutage kaum noch Langeweile gibt. Durch diese ganzen Informationen und die Möglichkeit, uns in jeder freien Sekunde in irgendeiner Weise zu beschallen, haben wir kaum noch ruhige Momente. Wenn wir zu Hause sind, schauen wir Videos oder Serien. Wenn wir einkaufen gehen, hören wir Musik. Wenn wir Auto fahren, hören wir Podcasts. Oder wenn wir in der Uni sind, hören wir Vorlesungen. Durch diesen ununterbrochenen Fluss von Informationen passiert vor allem eine einzige Sache. Deine eigenen Gedanken, Probleme, Sorgen oder auch grundsätzlich einfache Ideen werden die ganze Zeit unterdrückt. Dadurch, dass ganze Zeit neue Informationen reinkommen, musst du dich erstmal darum kümmern, musst dein Gehirn die erstmal verarbeiten, bevor es anfangen kann, irgendwie aufzuräumen, zu sortieren oder ähnliches. Und dann entsteht das Problem beim Lernen. Denn beispielsweise, wenn wir lernen, haben wir einen der wenigen Momente, wo es meistens endlich mal ruhig ist, wo wir keine neuen Informationen in irgendeiner Weise aufnehmen, sondern uns einfach hinsetzen und uns vor eine Aufgabe setzen. Das Problem ist also, dass in dem Moment, wo diese Ruhe ist, wo wir eigentlich lernen wollen, auch die Möglichkeit da ist, dass unsere Gedanken sich endlich mal melden. Und deshalb passiert es ganz, ganz oft, dass während wir lernen, plötzlich ganz viele Sachen in unseren Kopf kommen, die eigentlich überhaupt nichts mit dem Lernen zu tun haben. Wie du dieses Problem lösen kannst, werden wir gleich noch besprechen. Der dritte und letzte Grund ist, dass wir Menschen von Natur aus lieber Energie sparen möchten. Weil wir früher in der Wildnis keine Supermärkte vor der Tür hatten und deshalb immer gucken mussten, wo wir Essen herkriegen, haben wir es immer noch sehr tief in uns verankert, dass wir so wenig Energie wie möglich verschwenden wollen. Einfach um nicht zu verhungern. Das Problem ist jetzt, dass unser Gehirn grundsätzlich ziemlich viel Energie verbraucht. Obwohl das nämlich nur 2% unseres Körpergewichts ausmacht, verbraucht es 20% unseres Energiebedarfs. Wenn wir uns sehr konzentrieren, beispielsweise beim Lernen, dann verbraucht es sogar noch mehr Energie, weil die verschiedenen Neuronen viel aktiver sind, viel mehr Signale hin und her geschickt werden und dafür auch mehr Energie benötigt wird. Und weil das Gehirn eben so viel Energie verbraucht, meldet sich oftmals dieser instinktive Drang danach, ein bisschen Energie zu sparen und deshalb doch mal eher die entspanntere Aufgabe zu machen, beispielsweise auf TikTok zu swipen, anstatt sich jetzt mit Matheaufgaben auseinanderzusetzen. Okay, das sind diese drei fundamentalen Gründe für Konzentrationsprobleme. Und meiner Erfahrung nach sind das wirklich die drei Gründe, die für 99% aller Probleme verantwortlich sind. Deshalb nochmal, es ist total falsch zu denken, dass eine Aufmerksamkeitsspanne einfach kurz ist und wir nichts dagegen tun können. Und das zu wissen, verändert alles. Denn für jede dieser Problemursachen gibt es ziemlich einfache Taktiken, um die zu überwinden. Fangen wir mal vorne bei so einer Konzentrations- bzw. Lernphase an. Im ersten Grund ging es darum, dass wir in kurzer Zeit bewerten, ob wir mit etwas unsere Zeit verbringen wollen oder eben nicht. Oftmals entscheiden wir das darauf basierend, dass es irgendwie langweilig wird oder uns nicht direkt so wirklich anspricht. Und auch wenn wir uns ans Lernen setzen, bewerten wir bewusst oder unterbewusst mal kurz, ob wir damit unsere Zeit verbringen wollen oder eben nicht. Wir setzen uns an den Schreibtisch, fangen an zu lernen und schweifen meistens schon nach wenigen Minuten ab. Und weil das so langweilig ist, würden wir jetzt eigentlich sagen, ist nicht unsere Zeit wert.
Leider haben wir beim Lernen nicht ganz so die freie Wahl wie beispielsweise bei irgendwelchen Videos. Und es gibt hier einen fundamentalen Punkt zu beachten. Unsere Konzentration ist in vielerlei Hinsicht vergleichbar mit einem Muskel. Und genauso wie ein Muskel erstmal warm werden muss, muss auch unsere Konzentration in Bezug auf Lernaufgaben erstmal warm werden. Deshalb ist es nicht ganz fair, basierend auf den ersten Momenten zu entscheiden, ob Lernen das Richtige für deine Zeit ist oder nicht. Wenn du diese Aufwärmphase allerdings durchmachst und dann noch wirklich konzentriert bist, fällt es dir oftmals gar nicht mehr so schwer, dabei zu bleiben. Deshalb hier einen Action-Step, eine Sache, die du praktisch machen kannst. Plane ab jetzt beim Lernen deine ersten 5 bis 10 Minuten immer als Aufwärmphase ein. Nutz die Zeit, um jetzt festzulegen, was du in den kommenden Stunden erledigen möchtest oder die Inhalte schon mal kurz zu überfliegen. Lies dir zum Beispiel die Aufgaben durch, mach dir erste Gedanken dazu und so weiter. So kannst du dich gedanklich vorbereiten und hast genug Zeit, um schneller in die Konzentrationsphase reinzufinden. Und dann bleibst du auch länger dabei. Um vor allem ganz am Anfang gut reinzufinden, kannst du dir zusätzlich ein Startritual überlegen. Also eine Reihe an Sachen, die du immer machst, wenn du anfängst zu lernen. Bei mir ist das zum Beispiel Schreibtisch freiräumen, Laptop anschließen, Beleuchtung anmachen und Kopfhörer aufziehen. Und im Anschluss ist es meistens nur noch dann eben Kopfhörer aufziehen und Musik starten. Weil ich diese Sachen jedes Mal mache, wenn ich anfange zu lernen, aktiviert das direkt diese ganzen Konzentrationsareale im Gehirn und dadurch finde ich oftmals viel schneller und viel einfacher in so eine Konzentrationsphase rein. Übrigens, bei dem Thema Kopfhörer aufsetzen gibt es einen neurowissenschaftlichen Bonustipp. Im Voraus 5 bis 10 Minuten Binaural Beats zu hören, hilft sehr, um die Gehirnwellen so zu beeinflussen, dass die sich mehr auf Konzentration auslegen. Also auf Deutsch, man ist dann meistens ein bisschen besser konzentriert. Eine Playlist dafür verlinke ich dir mal in der Beschreibung. Auch hier also der Action Step. Überleg dir 2 bis 3 Handlungen, die du immer machst, wenn du anfängst zu lernen. Wenn du einmal lernst, ist dann aber die größte Herausforderung auch wirklich langfristig dran zu bleiben und dich währenddessen nicht abzulenken. Denn in dieser Phase gibt es hunderte Gründe, weshalb deine Konzentration theoretisch mal kurz nachlassen könnte. Vor allem Ablenkungen durch unser Handy. Und zwischendurch nicht ans Handy zu gehen, ist wirklich super wichtig. Das ist eine der wichtigsten Sachen, die du dir merken musst. Selbst wenn du nur 1 bis 2 Sekunden dran bist, lass es einfach. Und dafür gibt es 2 zentrale Gründe. Erstens, durch den gedanklichen Wechsel von Lerninhalten zu WhatsApp, Instagram, TikTok oder was auch immer, verlierst du deinen Flow. Du denkst dann plötzlich über ganz andere Sachen nach und musst dich im Anschluss wieder komplett neu reinfinden. Und das klappt einfach nicht immer. Zweitens wurde auch durch Studien bewiesen, dass deine Motivation immer deiner Aufmerksamkeit folgt. Das heißt, wir sind meistens dafür motiviert, worauf wir uns gerade konzentrieren. Wenn du deine Aufmerksamkeit jetzt aber kurzzeitig mal auf was anderes lenkst, dann shiftet auch deine Motivation in diese Richtung. Und im Anschluss hast du viel weniger Motivation, wieder zur alten Aufgabe zurückzukehren, was die Konzentration dafür auch nochmal deutlich schwieriger macht. Deshalb hier der nächste Action-Step. Deaktiviere einfach grundsätzlich Benachrichtigungen beim Lernen und platziere dein Handy so weit weg, dass du es nicht siehst und auch nicht danach greifen kannst. Und der zweite Action-Step ist, dass du dir beim Lernen ein Blatt zurechtlegst, wo du irgendwelche Ideen, Gedanken oder auch spätere To-Dos, die du noch erledigen musst, kurz aufschreiben kannst und dann dich direkt wieder auf die Lernaufgaben konzentrieren kannst. Okay, alles schön und gut, aber wie lange sollten wir uns eigentlich konzentrieren? Ähnlich wie beim Aufwärmen müssen wir hier auch nochmal denken wie beim Muskeln. Denn deine Konzentration braucht genauso viel Erholung wie auch Muskeln. Im Gym macht man zwischen den Sets immer eine Pause und genauso müssen wir zwischen den Konzentrationsphasen auch mal kurz eine Pause machen. Wann du die machen musst, ist meistens ein bisschen individuell, abhängig davon, wie oft du dich konzentrierst und wie lange du dich bereits konzentrieren kannst. Grundsätzlich gilt, dass unsere Konzentrationsphasen dem ultradianen Rhythmus folgen. Und laut Dr. Andrew Huberman bzw. einer Studie, die er sich angeguckt hat und die er vorgestellt hat, ist die optimale Länge für Konzentrationsphasen deshalb 90 Minuten. Wenn du jetzt allerdings merkst, dass deine Konzentration schon nach 30 oder 60 Minuten nachlässt, dann kannst du dann auch eine Pause machen. Denn wie gesagt, unsere Konzentration ist ähnlich wie Muskeln und auch die kannst du trainieren, kannst du stärken, sodass du später länger konzentriert bleiben kannst. Und damit kommen wir schon zum nächsten Action Step. Versuch dich immer ein bisschen länger zu konzentrieren, um deine Konzentration auszubauen. Und optimalerweise lernst du dann irgendwann immer für plus minus 90 Minuten. Natürlich kann man im Endeffekt auch ein bisschen länger lernen. Das ist einfach ein grober Richtwert, an dem man sich orientieren kann, um dann selber auszuprobieren. Der letzte Punkt, um deine Konzentration langfristig auszubauen, ist dir Ziele zu setzen. Denn ohne Ziele erkennst du keinen Fortschritt. Und ohne das Gefühl von Fortschritt verlierst du richtig schnell die Motivation. Deshalb ist es super wichtig, dir am Anfang des Tages mal kurz zu überlegen, was du heute erledigen möchtest. In meinem Study System habe ich neben vielen anderen Features einen Lernplan drin, wo du dir alles eintragen kannst und dann den Fortschritt festhalten kannst. Diesen Lernplan im Study System öffne ich immer am Anfang einer Lernsession, trage da alles ein und arbeite es dann nach und nach ab. Das Study System findest du auf lewisnewton.de.
Und im Endeffekt ist das auch der Action Step, nämlich dir im Voraus die Aufgaben zu definieren. Zuletzt will ich dir noch einen Tipp mitgeben, damit du deine Konzentration wirklich langfristig ausbaust. Denn außer deine Konzentration zu trainieren, kannst du auf eine Sache achten, um wirklich grundsätzlich mehr und besser konzentriert zu sein. Anders als die meisten denken, ist Langeweile bzw. Ruhe ein wichtiger Teil unseres Lebens. Das hilft dir einerseits, dich langfristig besser zu konzentrieren, weil du nicht so erschöpft bist von den ganzen Informationen, die du die ganze Zeit kriegst. Und andererseits tut dir das auch grundsätzlich gut, weil du dann viel weniger gestresst bist. Deshalb der letzte Action Step, bau mehr stille Momente in deinen Alltag ein, einerseits für dich selber und andererseits für deine Konzentration. Wenn du es mit all diesen Punkten endlich schaffst, dann konzentriert zu lernen, dann möchtest du natürlich auch effektiv lernen und in diesem Video hier habe ich dir gezeigt, wie du effektiver lernst. Falls du das Video interessant fandest, abonniere den Kanal und ansonsten sehen wir uns in dem Video.